Hallo Leute, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem, wann ihr seht, hier die Lucifer News. Mein heutiges Thema: The Crow, die Krähe. Ich habe ja schon mal darauf hingewiesen, Krähenepidemie in Braunschweig. Ja, wie gesagt, ich habe mich so ein bisschen umgehört. Viele Leute raffen das gar nicht. Die finden sogar die Krähen ganz schön. Und naja, es liegt wahrscheinlich hier, ich weiß nicht, was sie alle für Drogen nehmen oder. Ich weiß es nicht, also die laufen hier alle blind durch die Gegend. Wie gesagt, ich habe hier so ein paar Aufnahmen gemacht, die ich euch mal zeigen möchte. Und ich möchte auf die Krähen und die Krähenepidemie nochmal direkt eingehen, aber auch geschichtlich eingehen auf diese Viecher. Wie gesagt, einmal könnte man das hier durchlaufen lassen auf unser sauberes Braunschweig oder die Untätigkeit der Braunschweiger Verwaltung und des Umweltschutzes oder des Umweltamtes, weil diese Viecher scheißen hier alles zu, Schulen, Spielplätze etc. etc. Das Zeug ist voll, ich habe euch ja gezeigt. Die Federn liegen hier bis in die Bude rein und hier ein paar Aufnahmen, unser sauberes Braunschweig, The Crow im Braunschweig sozusagen. Guckt euch erstmal die Aufnahmen an, die ich gemacht habe und später werde ich nochmal direkt auf The Crow eingehen. Ne? Ich würde mal sagen, Film ab, bitteschön. Ja, ihr habt da wieder diese alten Drecksviecher auf den Dächern. Die drin Krähen. Noch mehr. Na, wo waren sie denn? Da sind sie. Also wie gesagt, die besiedeln hier die ganzen Dächer, die Viecher, die Antennen und scheißen hier alles voll. Das ist also unglaublich hier. Da hat sich auch ein ganzer Schwarm niedergelassen auf der Antenne, seht ihr? Und die blöden Viecher hier scheißen hier also wirklich die komplette Innenstation. Das ist also unglaublich hier. Durch das an. Wenn ein Hund hinscheißt, muss man Strafe bezahlen, aber die Krähen können hier scheißen, so viel man will. Genau das gleiche Bild, alles vollgeschissen, das ist hier am Werder. Das ist also unglaublich hier. Wenn man Kotgestellt, also hier ein Auto stehen hat, das kann er vergessen. Also einige Autos zu sehen, die schon so zugeschissen sind von den Viechern, das ist also unglaublich. Zweite landeten Viecher, die hier auch tagsüber überall im Stadtbild zu sehen sind. Auf Dächern, auf den Straßen etc. Tja, die Mythologie lässt nichts Gutes ahnen, sage ich mal so. Ja, wie ihr seht, ist ja auch alles verdreckt und natürlich zugeschissen durch die Krähen. Ihr hört es ja, wie sie brüllen. Keine guten Vorzeichen, würde ich mal behaupten. Ich bin ja nicht abergläubisch, aber ich achte schon mal auf alte Geschichten. Und ich habe offene Augen für das, was in meinem Umfeld passiert. Das lässt nichts Gutes erahnen, würde ich mal so sagen. Also auf die sitzen da drüben. Verwaltungsgericht und sie toben hier durch die Stadt. Ja, hier sieht es also nicht viel besser aus, ne? Seht hier alles schick zugeschissen, Bananenschalen, Papier, zu fast kriegen sie Federn hier von den Jungvögeln. Wie gesagt, hier liegt alles rum. Sehr hygienisch das Ganze hier. Und wie gesagt, das stört hier keinen. Wenn man Schutzkreise dran hat, der macht das nichts. Ja, wir haben ja auch hier das Landesamt für Geowirtschaft und Landentwicklung in Niedersachsen. Ja, naja, die merken nichts mehr, die Herrschaften. Das macht aber nichts. Wie gesagt, wir haben ja Schutzkreise hier überall dran und da passiert auch nichts. Auch wenn hier selbst die ganze Straße zugeschissen ist, wie ihr da seht. Das ist alles halb so wild hier. Wir haben, wie gesagt, Schutzkreise und Dreiecke. Da kann uns hier auch noch alles sehr schön hier, sehr schön zugeschissen von den Krähen, hier die Bäume. Ja, also wer hier sein Auto hinstellt, der hat verloren. Ich habe auch noch in Schulen und Kindergärten, ist auch alles vollgeschissen in der Stadt. Aber der Braunschweiger findet das also klasse. Ich habe da mit einigen gesprochen. Die finden es also viel besser, wenn man sich also bunte Lichter und Kreise und Dreiecke an die Häuser baut. Da kann nichts passieren. Und deswegen, wie gesagt, bis da oben hin, die scheißen hier die Innenstadt komplett zu. Und naja, der Braunschweiger findet das klasse.
Das wäre schlimmer als, wäre nicht so schlimm wie die Tauben, sagen sie. Und naja, das ist hier am Finanzamt. Ich zeige euch da noch mehr. Ich meine, es will eines heißen, wenn das Finanzamt, wenn die Krähen schon am Finanzamt hängen, ist das schon, ja, wer sich ein bisschen damit auskennt, weiß, was das ist. Das wird hier komplett alles zugeschissen. Ja. Ja, das seht ihr. Also auf die Bäume schießen die Viecher zu. Und ja, ich glaube, da braucht man nicht mehr viel sagen. Federn, etc. etc. Ja, fördert die Gesundheit. Ja, hier geht's weiter. Ne? Schöne dicke Scheißplocken. Auf den Stein. Kleine zu fressen finden wir hier genug. Ihr seht McDonald's. Da fühlt sich so eine Krähe auch wohl. Da habt ihr wieder ein paar Federn. Ja, und wie gesagt, die Bäume sind voll davon. Wie gesagt, hier am Finanzamt, aber das stört die Braunschweiger nicht, weil bunte Reklame und sowas ist und Kreise und Dreiecke, die schützen vor diesem Kot hier, ja, auch wenn hier alles dreckig und verdreckt ist, aber das macht nichts. Wie gesagt, wir gehen shoppen und das beruhigt und da passiert auch nichts, selbst wenn hier die Kindergärten und Schulen zu beschissen. Ja, hier auch, seht ihr, schön dicken Schiss hier und wie gesagt, da gibt es sowieso noch mehr hier. Alles sehr schön zugeschissen hier und der Braunschweiger fühlt sich da eigentlich wohl. Die Bäume hier, ja, das ist alles kein Problem, weil wir haben Beleuchtung an den Kirchen und wir haben Dreiecke und da kann uns das gar nicht groß tangieren. Wie gesagt, viele Braunschweiger finden das klasse. Ein paar Ausnahmen gibt es, aber die meisten finden das super, dass wir also solche Krähen hier die Innenstadt zu scheißen und wir haben es ja sowieso, wie gesagt, das ist ja unser sauberes Braunschweig, wie man hier sieht. Wir leben also im Müll, das macht aber nichts. Ja, guckt euch die Parkplätze an. Ja, alles sehr schön vollgeschissen. Wie gesagt, hier genau das gleiche. Alles schick zugeschissen hier. Der ganze Bereich, das ist ein Gewerkschaftshaus. Der allgemeine Braunschweiger, wie gesagt, findet das klasse. Ich finde es eigentlich nicht so schön. Das hat mit unser sauberes Braunschweig, glaube ich, wenig zu tun. Und wie gesagt, das sind leckere, dicke Scheißbrocken, die hier rumliegen. Und naja, Federn, das Übliche eben. Aber wie gesagt, wir haben Kreise und Dreiecke. Wir haben da 74 Millionen für ausgegeben. Und da kann uns also auch nichts passieren. Ja, selbst wenn die ganze Stadt hier zugeschissen ist, es kann, wie gesagt, nichts passieren. Also wer hier in diese Stadt kommt, der ist nicht nur angeschissen, sondern wird auch noch beschissen von den Krähen. Macht sich gut auf den Autos, weil das kriegt man wunderbar weg, wenn sich das im Lack frisst. Aber gut, ist ja nicht mein Auto, was da steht. Das gibt dann eine Erinnerung auf Dauer in dem Auto. Viel schlimmer ist, dass diese Viehzeug, wie gesagt, Kindergärten, Schulen zuscheißen, in Sandkästen, überall ist der Dreck zu finden. Die Krähe selbst wird in der Mythologie, ich bin also wirklich, auch wenn mich ein paar linke Spinner als Antisemiten und Rechtsradikalen bezeichnen, die aber genauso noch schlimmer teilweise sind als die Rechten mit ihren Anschuldigungen und mich als Verschwörungstheoretiker hinstellen. Ja, ich meine, gut, wenn man also eine Vorliebe hat für Dauerkiffen und Saufen und Karl Marx, dann ist das auch kein Wunder. Statt sich um sein Umfeld zu kümmern und hier um die Stadt, bleibt ja nichts aus. Wie gesagt, in der Mythologie sind diese Krähen als Todbringer bekannt. Wie gesagt, ich bin nicht so der Freund von irgendwelchen schwarzen Katzen oder Freitag der 13. Aber ich habe ein bisschen in der Geschichte geguckt. Und so wird zum Beispiel auch die Pest hier im Braunschweig beschrieben. Und da gibt es also ein Zitat, da heißt es, die Totenvögel setzten sich auf, auf die Häuser und nahmen den Erkrankten die Luft zum Atmen. Das spricht also für sich. So soll es also auch kurz vor dem Bombenangriff auf Braunschweig am 15. Oktober 1944, hat man mir berichtet, seien auch zuvor sehr viele Krähen hier in der Stadt gesehen worden sein. Das heißt also, die Krähe wird von jeher rein geschichtlich als Überbringer von Tod gesehen. Wir sehen hier steigende Krebsraten. Unsere Politik will da nicht ran. Man sagt, das ist alles normal. Wir haben sterbenden Mittelstand.
Das sagt auch einiges aus. Das heißt, die Krähe, wenn man also, sage ich mal, auf ein bisschen auf die Natur guckt und nicht an den lieben Gott glaubt und was da drin steht, sind die Vorzeichen ganz einfach, dass diese Stadt am Sterben ist. Wenn ich das mal so sagen will. Es gibt da zum Beispiel einige bekannte Zitate. Ihr kennt doch Hoppe Hoppe Reiter. Ne? Wenn der Reiter fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben, dann fressen ihn die Raben, weil die Raben sind Aasfresser. Das heißt, alles, was einigermaßen nicht mehr schnell genug von wegkommt, das heißt, erkrankt ist, wird von den Raben platt gemacht. Das Problem ist, bei dieser Population, die wir hier haben, gehen die natürlich aufgrund, dass sie sehr viel fressen müssen, auf Singvögel, auf Tiere, die hier in der Stadt leben. Das heißt also, ich sage mal, Eichhörnchen etc. etc., Karnickel. Wie gesagt, sie gehen also alles an, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Deswegen haben wir hier auch ein Problem mit den Tauben, beziehungsweise auch mit den Singvögeln, weil diese Krähen, sie müssen sich ja ernähren und dann fangen sie an zu jagen. Die Krähe ist nicht gerade dumm. Sie wird also als auch als schlau, sie benutzen ja auch Werkzeuge zum Öffnen von Nüssen etc. etc. Ich hatte also einen Bericht über Katzen zum Beispiel waren hier drin. Diese Katzen triesen, damit die aufeinander losgehen, also diese Hassler und gerade diese Esoteriker, das heißt diese linken Spinner und Freimaurerverehrer, die haben natürlich eine Vorliebe für diese schwarzen Vögel. Ich persönlich, aufgrund der Geschichte und ein bisschen, bin da ein bisschen vorsichtig, mag es nicht und anscheinend will sich hier in der Stadt auch keiner um dieses Problem kümmern, dass diese Viecher nicht nur Krankheiten übertragen, hier alles zuscheißen, sondern man nimmt es einfach hin und man glaubt, wenn man hier Dreiecke und Kreise an die Häuser baut, für 74 Millionen ist man geschützt, ne, 2012. Ich würde mal sagen, die Krähe ist ein böses Vorzeichen, The Crow. Und vielleicht laufen mal ein paar Leute hier mit offenen Augen durch die Gegend und labern nicht nur Scheiße, aber anscheinend ist Scheiße labern hier ja, modern geworden. Anders kann man es hier gar nicht bezeichnen, sonst würde man hier nicht so viel Blödsinn von irgendwelchen Leuten hören, die eigentlich nur daran denken, ihr eigenes Hab und Gut in die Tasche zu stecken. Ja, so weit, so gut. Das war The Crow. Ne? Lest einfach mal selber nach über die Krähe, Mythologie, Geschichte. Ihr werdet einiges finden und dann macht euch mal Gedanken über diese Krähenepidemie, die wir hier im Braunschweig haben. Ja, so weit, so gut. Das war mein Beitrag, The Crow. Bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wieder sehen zu den nächsten Lucifer News. Ciao!